Die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen startete mit 18 Spielerinnen in die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Das erste Aufgebot ist eine Mischung aus Perspektivspielerinnen, Spielerinnen, die sich noch um eine Position duellieren und wichtigen Teamstützen. Inka Grings will so die Messlatte fürs Training von Beginn weg sehr hoch stecken. Nächste Woche soll das Kader noch einmal erweitert werden, ehe dann eine Woche später die 23 Auserwählten bekannt gegeben werden. Frau Pilgrim, alle guten Dinge sind drei. Beim dritten Zusammenzug endlich mal können mit der Nazi mit beim dritten Aufgebot. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich unglaublich. Ich bin stolz, dass ich dabei sein darf. Und ich werde alles geben. Mal schauen, wie weit ich komme. Nach dem Saisonendspurt, 8 Goal in der Saison. Wie gross ist das Glauben daran, dass Sie bis zum Schluss von dieser Vorbereitung dabei sind? Ich glaube immer daran. Ich denke, es ist die einzige Option, die es gibt. Und ich glaube an mich. Ich weiß, was ich kann. Und es wird alles geben. Ich meine, il y a un mois, nous avons parlé. Tu aurais rêvé à ce moment que tu serais ici maintenant? Oui, c'est une très bonne occasion de venir ici pour les premiers camps de préparation. C'est bien d'intégrer l'équipe, voir comment c'est le vrai niveau. Et pour l'instant, tout se passe bien. On espère que ça va continuer comme ça. Ils sont passés maintenant 2 jours, mais comment est-ce ton sentiment là-dedans? Tu crois que tu peux rester pour une semaine plus? Oui, j'espère. Mais c'était le premier entraînement qu'on a fait, c'était assez intensif. Et le suivant, il était un peu plus avec définition et c'était plutôt bien. Donc je pense que oui. Comment est-ce que tu te sens de maintenant entraîner avec tes idoles d'enfance aussi dans l'attaque? Tu penses que les partenaires et Ria, ils fonctionneront? Je pense qu'ils vont fonctionner si on joue tous ensemble et on comprend ce que l'autre elle veut. Et aux premières fois, c'est toujours un peu bizarre, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues et c'est cool. Frau Grings, jetzt gilt's ernst. Sie haben einen klaren Plan. Wie sieht der jetzt im Detail aus? Sehr intensiv arbeiten, aber immer noch mit ein bisschen Contenance, um zu gucken, dass die Spieler nicht direkt zu überpesen. Wir haben einige junge Spielerinnen dabei, die ein bisschen Pause hatten, auch gerade nach der U17-EM. Von daher ein bisschen durchmischt, aber nichtsdestotrotz ist es mir wichtig zu sehen, wer wie welche Einstellung mitbringt und beißt von der ersten Sekunde an, weil egal was ist, das muss einfach bei uns ein Fokus sein, dass ich bereit bin, ein bisschen über meine Grenzen hinauszugehen. Und da bin ich eigentlich aktuell sehr zufrieden. Meine Kollegen haben geschrieben, diese Spielerinnen hier, die hätten keine Chance auf eine WM-Teilnahme. Ich meine, sie ist zu gut zu kennen, um das zu glauben. Was sagen Sie? Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das habe ich der Mannschaft auch ganz klar mitgeteilt. Sie haben eher den Vorteil, dass sie sich jetzt beweisen können. Wir werden den Kader sicherlich ein Stück weit rotieren und sicherlich ist die ein oder andere Perspektivspielerin dabei, um einfach jetzt auch schon mal zu sehen, wie sie sich bei den Großen verhält, um auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber ich habe den Kader jetzt noch nicht festgelegt. Wir sehen, Perspektivspielerinnen sind im Fokus. Wir wissen nicht, wer nächste Woche kommt, aber ist das auch eine Ansage an die Women's Super League-Spielerinnen, dass sie ein bisschen mehr erwarten? Total. Allerdings aber auch, dass wenn man da spielt, dass man trotzdem gesehen wird und auch die Chance bekommt. Und das finde ich ebenfalls wichtig. Jetzt haben wir zwei afrikanische Teams ausgewählt für die Vorbereitung. Was hält gerade diese zwei? Es gibt nicht das, was man immer so klassisch sagt, man will versuchen, irgendwie einen Gegner zu stellen, weil ich finde das eigentlich relativ schwierig, weil jeder ist da immer noch ein Stück weit individuell. Es ging einfach darum, dass auch die Anfrage von denen kam. Glaube ich, interessante Mannschaften, die auch das erste Mal dann bei einer WM auch generell dabei sind. Das heißt, die werden hochmotiviert agieren und dementsprechend uns fordern. Und da erhoffe ich mir einfach nochmal, dass wir auch gute Resultate erzielen, dass wir dann noch mit einem guten Gefühl dann noch nach Neuseeland fliegen können. Das letzte Mal hatten Sie gesagt, Sie werden für den ersten Lehrgang vergrößern. Jetzt haben wir einen kleinen ersten Lehrgang mit neuen Leuten. Wird der zweite Lehrgang größer oder werden Sie schon auf 23 zielen? Auf keinen Fall. Dafür möchte ich auch Spielerinnen die Chance weiterhin geben, auch eine zweite Woche dabei zu sein. Bewusst ist der kleiner. Wir hätten ihn natürlich, so sage ich das und das sage ich in der Deutlichkeit, künstlich vergrößern können. Aber ich sehe nicht ein, dass Spielerinnen, die relativ wenig Spielzeiten bekommen haben, aus unterschiedlichen Gründen, auch mal aus Verletzungsgründen, zu belohnen. Weil das ist hier immer noch was, auch was man sich erarbeiten muss und dementsprechend ist er bewusst klein.
Wir haben vorhin von oben bei der Trainingseinheit gesagt, wenn die Frau Krings ein rotes Shirt angezogen hätte, es wäre fast nicht aufgefallen, dass sie nicht dazugehört. Wie fest will die Spielerin Inka Krings hier noch an einer WM fahren? Wenn Sie mir jetzt sagen, dass ich noch so sportlich aussehe, dann bedanke ich mich natürlich. Auch die Technik war sehr gut. Ah gut, die Technik kriege ich noch hin, das stimmt, das stimmt. Nein, ich habe einfach riesig Spaß und bin einfach, wie ich halt bin, ich lebe das Spiel und will einfach auch, dass die Spielerinnen das auch ein bisschen mehr spüren, gerade bei diesen Umschaltaktionen vor das Tor. Da kommt natürlich sicherlich mein Stürmerinstinkt noch ein bisschen mehr hervor, auch wenn ich das Gesamte immer sehe. Aber ja, ich liebe den Fußball und dementsprechend macht es mir schon Spaß, auch ein Teil davon zu sein. Nils Nielsen hatte gesagt, das Menschliche ist fast so wichtig, wenn nicht wichtiger als das Sportliche. Wie sieht es Inka Krings? Ich glaube, dass der Mix sicherlich verdammt wichtig ist und auf ganz hohem Niveau glaube ich, dass Zwischenmenschliche sicherlich ein Tick entscheidender ist, weil sie da alle auf einem gleichen Level spielen. Hier sind wir, glaube ich, noch mit einer guten 50-50-Situation in Arbeit und glaube, das funktioniert ganz gut. Danke und eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank.